Regeln machen ist das eine. Regeln durchsetzen und umsetzen ist das andere. Und wir haben bereits seit 2015 sehr ähnliche Regeln für Banken in Krisenfällen, wo es Abwicklungsmöglichkeiten und Instrumente gibt. Aber leider muss man auch sagen, dass es nicht wenige Fälle gibt, wo in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die durchaus sinnvollen und guten Abwicklungsregeln für Banken am Ende politisch ausgehebelt worden sind und gerade nicht zur Anwendung gekommen sind, sondern wieder der Steuerzahler eingetreten ist. Und deshalb geht an die Bundesregierung schon auch der Appell, nicht nur neue Regeln zu schaffen, sondern in der gesamten Europäischen Union sich auch dafür konsequent einzusetzen, dass Schlupflöcher gestopft werden und Abwicklung auch wirklich praktiziert wird. Sonst ist das alles nichts wert, was wir hier im Bundestag an Gesetzen dazu machen.